Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Vlog. Inwiefern ich euch jetzt so extrem viel mitnehme in den nächsten Tagen hier, weiß ich noch nicht. Es ist aktuell Donnerstagabend. Ich habe meine Softbox ausgegraben, weil ich gerade eben auch ein neues Video, wo ich hier sitze und über Anleitungen spreche und so, aufgenommen habe. Ich hatte die Ursprungsidee auch ein Strick-Podcast noch abzudrehen, aber das hätte jetzt wieder ewig gedauert und aktuell ist bei mir so ein bisschen die Luft raus. Ich habe mich vielleicht ein bisschen zu übernommen, was hier die Plattform anging oder angeht. In meinem Urlaub von meinem Vollzeitjob, vielleicht habt ihr es gemerkt, dass da sehr viele Videos in dieser Zeit rauskamen, einfach weil ich halt Zeit hatte und Bock hatte. Und dann kam der Job wieder dazu und damit auch sehr viel Stress aktuell. Es ist wirklich heftig aktuell. Irgendwie, ja, meine Schultern sind auch ganz immer so angespannt und so. Also es ist aktuell nicht so easy. Aber dann kam das dazu wieder und dann habe ich jetzt aktuell auch bei Etsy viele Bestellungen, was ich natürlich unfassbar genial finde. Versteht mich da bitte nicht falsch. Ich finde es richtig toll. Aber der Content, den ich jetzt aktuell aufnehme, sind Etsy-Bestellungen, wie ich sie verpacke, damit ich wenigstens ein bisschen Content produziere aktuell. Ja, ich hätte vielleicht das, was ich im Urlaub gemacht habe oder abgedreht habe, ein bisschen mehr strecken sollen, aber das klappt irgendwie nicht, wie auch immer. Ich dachte, ich überwinde mich endlich mal und nehme auch ein bisschen was anderes für euch auf, das dann hoffentlich auch bald so in den Etsy-Shop-Aufnahmen dann online kommen kann. Und ich dachte, dann wäre es ganz cool, so einen kleinen, einfachen Vlog auch noch für euch abzudrehen, damit ihr auch mal wieder auf dem neuesten Stand seid, denn so einen richtigen Vlog habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr abgedreht. Ich muss mal kurz gucken. Also es ist jetzt heute der 10. Oktober um 7:30 und meinen letzten Vlog, wann kam der denn raus? Der kam vor 2 Wochen raus und da war Arma wieder zurück aus Korea. Ich glaube, das war Mitte September. Ich muss gerade mal kurz schauen. Ja, das müsste 9. bis 13. September gewesen sein. Denn in der Woche hatte ja dann Arma auch Geburtstag. Also eigentlich dann bis 15. September so rum. Ja, genau. Und dann hatten wir die Woche drauf Urlaub und da habe ich ja keinen Vlog abgedreht. Und ja, irgendwie jetzt ist der Wurm drin. Die Zeit vergeht auch einfach viel zu schnell, keine Ahnung. Ich fühle mich auch ein bisschen disconnected. Wie sagt man das dann auf Deutsch? Nicht so ganz, nicht so ein Stück mit mir selbst. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin sehr unmotiviert, aber auf der anderen Seite würde ich gerne so vieles machen, weiß aber nicht so wirklich, wo ich anfangen soll. Mich nerven einige Dinge aktuell, die mir sehr nahe gehen, näher als sonst. Und ja, irgendwie ist so ein Disconnect ist einfach das beste Wort auf Englisch, gerade aktuell da. Ich hoffe, dass ich das bald wieder einkriege, denn eigentlich ist jetzt die Oktoberzeit die Zeit, die ich am liebsten mag im Jahr. Aber irgendwie ist diese Freude auch nicht wirklich da. Ich habe eigentlich auch bald Geburtstag und sollte mich da freuen, aber irgendwie klappt das auch nicht so richtig. Ich weiß nicht, es ist einfach ein bisschen schwierig aktuell. Oh, Arma ruft gerade an, der ist gerade auf dem Weg von der Bandprobe. Moment. Hallo, what's up? So, er hat den Kuchen vergessen, den er mir mitbringen wollte aus dem Büro. Habe ich mir fast gedacht, dass das passiert, aber ist nicht so schlimm. Er hat mir jetzt angeboten, noch in unseren Laden hier unten zu gehen und irgendwas Süßes zu kaufen. Ich glaube, ich brauche das jetzt heute. Ja, also auch ohne wäre das natürlich, jetzt wäre gar kein Problem gewesen. Ja. Also, bei uns ist eigentlich alles okay im Großen und Ganzen. Den Katzen geht's gut. Das ist
eigentlich gar keinen Grund, sich irgendwie zu beschweren und irgendwie so durchzuhängen und motivationslos zu sein und disconnected, wie auch immer, zu sein. Aber irgendwie ist das bei mir so und ich weiß gar nicht, woher es wirklich kommt. Ob es mit der Arbeit zu tun hat oder mit, keine Ahnung. Es ist einfach ein bisschen blöd aktuell. Und ich weiß, dass das echt Meckern auf höchstem Niveau ist. Aber ja, ich dachte, wir sprechen häufig in unseren Vlogs über solche Dinge. Und manchmal gibt es Leute, die mich verstehen, denen es vielleicht ähnlich so geht. Und ich finde das persönlich immer schön zu sehen, dass man nicht alleine ist. Und vielleicht geht es jetzt ja auch einigen so. Und dann können wir das irgendwie miteinander teilen. Ich weiß es nicht. Ja, das zu diesem Thema. Wir waren ja auch noch im Europapark, als wir im Urlaub waren. Da hatte ich euch so ein paar kleine Schnipsel aufgenommen. Und die haben jetzt auch eine neue Achterbahn dort. Und ja, dieser Tag dort mit dem Adrenalin und der Achterbahn. Und wir waren mit meinem Bruder und seiner Freundin dann auch noch dort. Es war einfach ein unfassbar schöner Tag. Und so die letzten sonnigen, schönen Tage. Es hat jetzt ja auch sehr viel geregnet hier bei uns, zumindest im Süden ist es so der Fall. Es ist relativ kalt, nicht so der Herbst, den ich mir so wünsche. Deswegen, vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen so drauf. Keine Ahnung. Aber ja, ich kann euch ja mal so ein paar, so den Kontrast, die paar Aufnahmen jetzt vom Europapark gerne mal noch einfügen. Ich weiß zwar, dass das thematisch jetzt gar nicht so passt, aber warum nicht? Ich habe die Aufnahmen gemacht und ja, viel Spaß dabei. Sehr schön, dass der kleine Arnie mir jetzt Gesellschaft leistet, während ich mit euch quatsche. Das ist sehr, sehr süß. Ja, wie gesagt, es war halt einfach ein sehr, sehr schöner Tag und dann zack, kommt man zurück in die Realität mit Vollzeitjob. Zusätzlich dann das hier alles, YouTube noch irgendwie versuchen zu meistern. Viele Sachen, die ich gerne handarbeiten möchte, natürlich auch, aber irgendwie, wo ich mich selbst auch unter Druck setze. Also vielleicht ist es einfach auch ein bisschen viel und ich muss irgendwie versuchen, damit klarzukommen oder mal irgendwann versuchen, etwas davon zu reduzieren. Ich weiß es nicht. Ich bin da noch nicht so ganz auf den grünen Zweig gekommen. Aber
Ja, ich habe jetzt endlich mal wieder ein neues Größe, also größeres nicht, aber ein Video, wo ich jetzt mal wieder so Anleitungen und sowas mit euch durchgehe. So ein Themenvideo habe ich jetzt endlich mal abgedreht. Vielleicht komme ich dazu, das noch für euch zu editieren. Heute wahrscheinlich nicht mehr, morgen, sodass es morgen Abend auch für euch alle live geht. Das wäre cool. Und dann habe ich halt auch wieder Etsy-Bestellungen zu machen. Ich glaube, wir haben tatsächlich am Wochenende jetzt auch sonst nichts vor. Das ist gut, weil in den letzten Wochenenden war irgendwie auch immer was. Dann war ich bei meinem Vater zu Besuch, dann war Weinfest, dann also ja. Ah, morgen gehe ich aber ins Theater, endlich mal eine Ballettaufführung mit einer Freundin. Das wird, glaube ich, richtig schön. Sowas habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Weiß ich nicht, ob ich euch da überhaupt irgendwas aufnehmen kann. Wenn das der Fall ist, dann werdet ihr das morgen sehen. Aber sonst ist das Wochenende nichts angedacht. Und ja, das werde ich dann für so ein bisschen Etsy-Zeugs nutzen, aber halt auch zum bisschen abschalten wenigstens und vielleicht für euch noch irgendwie was machen. Genau. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, bevor Arma nach Hause kommt, weil ich natürlich dann auch Zeit mit ihm verbringen möchte, ist Dinge, an denen ich aktuell arbeite. Also ich möchte keinen richtigen Strick-Podcast jetzt mit euch machen, da ich vor allem auch ein paar meiner Whips fertig bekommen habe von meinem riesen Whip-Stapel. Yay! Runder Applaus für mich. Und die möchte ich euch jetzt aktuell noch nicht zeigen, sondern dann erst im Strick-Podcast. Vielleicht kriege ich den auch am Wochenende noch abgedreht. So dass ich dann für die Woche drauf ein Video habe und mich nicht zu sehr unter Druck setze wieder und die Etsy-Sache noch einfließen kann und dann habe ich ja eine Woche schon wieder Content. Das wäre eigentlich cool. Ja, man muss es dann nur machen. Wie dem auch sei, ich habe, kurz überlegen, drei Whips der Whips, die ich euch gezeigt habe, fertig gemacht. Eins davon ist noch nicht ganz komplett fertig, da muss ich noch sehr viele Fäden vernähen und jetzt wisst ihr wahrscheinlich, was es für eins ist, wenn ihr das Video der Whips gesehen habt. Ja, aber ich habe zwei seitdem wieder angefangen. Von denen hatte ich euch auch schon erzählt gehabt. Das sind zwei Tests, eins gehäkelt, eins gestrickt. Und ein drittes Whip habe ich angefangen, das auch noch nicht mal auf meiner Whip-Liste war. Das war so ein super spontanes Ding. Und ist dann halt so passiert. So ist es bei mir. Ich bin manchmal einfach super spontan, super sprunghaft. Und ja, das ist auf jeden Fall dieses unfassbar tolle Teil. Das ist von Petite Knit eine Anleitung. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht super vorbereitet. Celeste Sweater heißt es, ne? Ja. Und ich habe die Passe, das alles fertig, wie man, denke ich, sehen kann. Ich glaube, ich bin jetzt auch lang genug an der Passe, sodass ich jetzt für die Ärmel splitten kann. Also das wäre genial, wenn ich das vielleicht auch noch hinbekäme, dann vor dem Strick-Podcast, damit ich euch das nochmal ein bisschen schöner zeigen kann. Dann für den Strick-Podcast. Aber natürlich hauptsächlich fokussiere ich mich auf meine Tests. Da habe ich zum einen eine Häkelanleitung. Ich muss jetzt noch mal kurz gucken, wie die heißt. Das ist der Oversized Cardi Crochet Pattern von Marzipan Clothing, Marzipan Crochet. Und da habe ich das Frontpanel fertig in diesem unfassbar schönen Garn, wie ich finde. Das ist so ein bisschen gerippt, immer in die Rückschlaufe gehäkelt. Und es ist dieses Garn, Milky Way von Hobby. Ja, mit einer 10 mm Häkelnadel, also geht hoffentlich sehr schnell. Ich habe gerade ein weiteres Panel angehäkelt. Ich nehme nämlich aktuell für ein Instagram Reel so ein bisschen dazu was auf. Also
insgeheim, irgendwo in mir drin, habe ich eigentlich auch den utopischen Wunsch, meinen Instagram-Account und vielleicht irgendwann auch doch nochmal TikTok-Account. Da habe ich zwar einen, aber den habe ich schon ewig nicht mehr wirklich benutzt und irgendwas gemacht, aber da vielleicht doch auch irgendwann mal zu wachsen und mehr zu machen und so, aber das kann ich mir eigentlich abschminken. Also es ist wirklich einfach nur unfassbar utopisch mit meinem Vollzeitjob und allem anderen noch, aber immer mal hier und da so ein kleines Instagram-Reel, warum nicht? Ja, und das habe ich jetzt halt zu diesem Test mal angefangen mit diesem Projekt und da die Softbox eh schon stand, wie gesagt, ich habe es dann jetzt einfach mal dazu genommen. Ja, also da hoffe ich, dass ich am Wochenende mit fertig werde. Ich habe einen Vorderteil, zwei kürzere Arme und ein großes Rückenteil noch zu häkeln. Eigentlich wollte ich meine Zeit auch stoppen, fällt mir jetzt noch ein. Naja, so ganz grob kann man das ja machen, denke ich. Ich habe da nämlich eine App jetzt auch für meine Zeiten. Also na, ich habe in mir drin sehr viele Wünsche und Ansprüche irgendwo auch. Ich bin, das habe ich ja schon öfter auch mal erzählt, so irgendwie mein größter Kritiker. Und ich habe viele Ideen, wie ich irgendwas verbessern und optimieren kann. Aber dann ist in mir drin wie auch immer noch so ein Teufelchen, das dann häufig sagt, ach komm, mach's morgen. Oder ach, es ist eigentlich dein Hobby und wieso und hier und da. Und diese zwei Dinge in mir drin, das Engelchen und das Teufelchen, ja, ist manchmal ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich bin ja der halben Überzeugung, dass ich irgendwo neurodivergent bin und ich habe öfter gelesen und gehört, dass das wohl relativ normal ist bei solchen neurodivergenten Menschen, solche Struggles, solche Problemchen. Aber ich denke, es gibt Schlimmeres, ne? Es geht immer schlimmer. Ja. Aber ich war jetzt dabei, euch noch was zu zeigen. Und zwar ist das hier mein Midgard-Sweater. Das ist auch eine Testanleitung von Yarn Me Up. Und das ist halt mit zwei Fünfernadeln gestrickt. Macht aber auch wirklich sehr viel Spaß. Die Farbkombi ist auch absolut genial, meiner Meinung nach. Und da habe ich jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit als wie für den Cardigan. Also hier werde ich immer mal wieder so ein bisschen weiter stricken. Hauptsächlich mich jetzt um den Cardigan kümmern, damit ich da auch noch so Content habe und so. Ne? Ihr wisst Bescheid für Instagram und so. Ah, und aktuell drehe ich eigentlich auch noch ein Video ab, wo ich endlich dieses Community-Projekt anfange mit meinen Kanalmitgliedern. Die haben mir ja alle, nee, nicht alle, aber sehr viele von euch lieben Kanalmitgliedern. Ihr habt mir Vierecke geschickt, Häkelvierecke, Granny Squares hauptsächlich. Und die, ja, da bin ich jetzt endlich dran, die zusammenzufügen. Und eins ist schon fast fertig, das andere Projekt wird jetzt gerade geblockt, damit ich da dann die finalen Touches auch machen kann. Also es geht voran, dauert nur sehr lange. Und das ist gerade auch so mein Hauptding, an dem ich noch arbeite, hier für YouTube, für euch. Ja, ich versuche mich immer zu 4 Teilen, zu 6 Teilen, zu 8 Teilen, wie auch immer, in mehrere Teile zu schneiden und mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, weil es irgendwo ja auch Spaß macht. Ich würde es nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Aber es ist manchmal einfach auch viel und schwierig. Und da kommt jetzt gerade Arma nach Hause. Das heißt, wir können es uns gemütlich machen auf der Couch. Und ja. Hallo. Hallo, er findet seine Haare nicht toll. Aber hallo. Das stimmt nicht. Zeig. Show. Zu lang. Nicht wunderbar. Er hat mir das mitgebracht. Wow. Yay.
Yay! Das wird nicht alles heute gegessen. Hoffe ich. Bei so einem blöden Tag, wer weiß, aber es ist nicht der Plan. Check, denn ich gehe jetzt gleich los ins Ballett. Ich habe dieses Kleid an, das ist Midi-Länge und diese Schuhe. Moment. So hat man es wahrscheinlich besser gesehen. Ja, ich gehe jetzt los, werde noch 2 Bestellungen abschicken, deswegen gehe ich ein bisschen früher los. Und ich freue mich auf die Show. Ich glaube, es wird richtig schön. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich euch irgendwas aufnehmen kann, überhaupt darf. Werden wir dann sehen, wie das so funktioniert. Ah, nee, nicht mit meinem Kleid spielen. Ja. Ahuchi, huhu. Wahrscheinlich melde ich mich morgen dann wieder bei euch. So, es ist der nächste Tag, es ist Samstag und jetzt auch, ich glaube, 6 Uhr abends oder so. Ja, ich bin mit einem Kratzen im Hals aufgewacht heute. Das war auch sehr wunderbar. Das ist jetzt immerhin weg, aber ich glaube, irgendwas brüte ich aus. Nach dieser seltsamen Woche, die ich hatte, die wirklich stressig war und dem ganzen anderen, was noch so los war, ist das eigentlich auch klar gewesen. Es sind auch sehr viele in der Firma krank. Am Dienstag war ich ja auch im Büro. Also wer weiß, vielleicht habe ich mir da irgendwas dann eingefangen. Schauen wir mal, wie sich das jetzt so entwickelt. Aber wo fange ich jetzt an? Vielleicht einfach dann, ja, was habe ich heute sonst noch gemacht? Ich habe gestrickt und gehäkelt.
Das habt ihr so ein kleines bisschen gesehen. Ich glaube zumindest das Stricken am Midgard-Sweater. Hier ist er mit dieser Krone hier. Und wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet habe, muss ich noch 24 Runden machen, bis ich die Arme und den Körper splitten kann. Weil man macht irgendwie nur alle 3 Runden die Increases, die Vergrößerungen, die Zunahmen, das ist das Wort, was ich gesucht habe, an den Armen. Und die Arme sehen auch aktuell so aus. Sie sind erstmal sehr, sehr klein, weil dann Drop Stitches sind. Also es werden Maschen absichtlich fallen gelassen. Wie genau das dann ist, weiß ich jetzt aktuell auch noch nicht. Ob es dann zwischendrin ist oder so. Es ist auf jeden Fall erstmal abwechselnd 2 links und dann 2 rechts verdreht gestrickt. Genau, also das wird dann dadurch natürlich noch weiter und dann erst wird es so richtig passen. Sobald man Arme und Körper gesplittet hat, soll man auch mit den Armen weitermachen und die Tester auf Slack, das ist so ein bisschen ähnlich wie Discord, die jetzt auch schon die Maschen fallen lassen haben, die haben die Ärmel bis zum... Mein Gehirn funktioniert gerade nicht. Bis hierhin einfach, wie heißt denn das, Ellbeuge. Wow. Bis dahin haben sie das gestrickt und dann die Maschen fallen lassen und es hat dann wohl gepasst von der Länge allem auch. Also die Arme sollten relativ schnell gehen, sobald ich die Zunahmen habe und dann ist halt auf 2,5 mm der Körper noch zu stricken. Aber wenn das dann ja einfach nur rechts ist, dann kann ich mir irgendwie Filme und so anmachen und zack, 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 zack durchstricken. Und ich habe da auch noch bis November Zeit. Also das sollte passen alles noch zeitig. Und an dem Häkelcardigan habe ich jetzt bald das zweite Vorderteil hier fertig, sodass ich das Rückenteil auch noch weitermachen kann. Da habe ich nämlich immerhin jetzt auch schon mal die Maschen angeschlagen. Und dann fehlen ja auch nur noch die 2 Arme. Also das sollte ich jetzt eigentlich auch... Ich hatte ja geplant, das morgen Abend alles fertig zu machen. Aber wer weiß, ob ich bis dahin komme. Da es mir jetzt eher nicht so genial geht. Das muss ich alles mal schauen. Vielleicht ist es nach heute auch wieder weg. Manchmal habe ich solche Tage, wo es mir gesundheitlich irgendwie nicht so gut geht. Und ich... wenig Energie habe und so. Das ist dann meistens eben nach so einer stressigen Woche bei mir der Fall. Ich glaube, ich bin einfach nicht so der Mensch, der gut mit Stress umgehen kann. Leider. Ja, schauen wir jetzt einfach mal, wie es sich entwickelt. Ja, ich musste aber leider vor ein paar Tagen das Garn nochmal nachkaufen. Wir wissen es eigentlich alle, diejenigen, die auch häkeln, zum Stricken zusätzlich, dass Häkeln mehr Garn verbraucht. Trotzdem dachte ich, ich hätte genug. Da war ich etwas naiv. Ich möchte ja eigentlich für die nächsten Projekte bei mir nur Stash-Garn verwenden. Aber ja, da musste ich jetzt halt nachbestellen. Ich dachte wirklich, ich hätte genug. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht für das Projekt, für das Test-Häkel-Projekt angemeldet, aber nachhinein ist man schlauer. Und ja, es war einfach nur Blödheit von mir in dem Moment. Aber was soll's. So habe ich das Garn dann, das ich neu gekauft habe, immerhin bald auch aufgebraucht und habe am Ende ein sehr cooles, schickes Westchen mit Kapuze. Ja. Das war's zu dem Thema, was ich heute bisher so gemacht habe. Ich habe ansonsten trotzdem, dass es mir jetzt nicht so gut ging, noch wenigstens im Rest der Wohnung, außer hier im Zimmer, aufgeräumt und geputzt. Das Bad möchte ich eigentlich noch putzen. Da habe ich bisher nur so grob aufgeräumt und Wäsche gewaschen und so. Also das hoffe ich, dass ich das vielleicht morgen wenigstens noch hinbekomme. Und ein paar Socken zusammenlegen. Oh. Diese einzelnen Socken. Ich weiß nicht, ob ihr da auch so seid, aber ich habe so viele einzelne Socken, die man zusammensuchen muss. Und es nimmt auch so viel Zeit. Ich habe sehr viele vorhin schon zusammengelegt, aber es ist immer noch mehr als die Hälfte da. Ja, und dann waren wir noch einkaufen. Und ja, das war der Tag bisher heute. Ich lag viel auf der Couch,
danach, um mich auszuruhen, wie gesagt. Ich bin jetzt aktuell immer noch ziemlich kaputt und müde und ich hoffe, dass es morgen besser sein wird. Ich wollte eigentlich ins Fitnessstudio morgen früh, aber wahrscheinlich sollte ich das besser lassen. Schauen wir mal. Ja, dann zum Thema gestern. Ballett war richtig cool. Das war das Tanzkraftwerk, die Aufführung vom Staatsballett Karlsruhe im Staatstheater in Karlsruhe. Und ich war noch nie in diesem Theater, obwohl ich jetzt ja auch schon seit mehr als 10 Jahren in Karlsruhe wohne. Immer wenn ich nachgeguckt habe nach Aufführungen, Veranstaltungen und was gesehen habe, das mich interessiert hat, also sei es jetzt Oper oder Ballett gewesen oder irgendwie Konzerte, aber das meiste wären tatsächlich für mich Oper und Ballett gewesen, auch in der Vergangenheit immer noch so. Da gab es dann Sachen, die mich interessiert hätten, immer zu einem anderen Monat und zwar halt dann in einem halben Jahr, in 3 Monaten, so von den Zeiten her. Und dann tatsächlich habe ich es immer wieder vergessen gehabt. Also es ist auch sowas, ja, da hätte man sich ein bisschen mehr dahinter klemmen können und so, aber irgendwie kam es bisher halt einfach nicht dazu, dass ich dann ins Theater gegangen bin. Und jetzt hatten die Freundin, Arbeitskollegin von mir, also es ist eine andere als von der, der ich häufiger erzähle, die auch strickt. Sie war da schon mal, fand es sehr gut und hat es eben gesehen und meinte dann, hey, wir können doch zusammen hingehen. Und ja, wir wussten beide nicht so ganz, was es ist. Sie spricht auch kein Deutsch, sie ist Ukrainerin und ich bin da dann eben ohne Vorwissen, ohne dass ich irgendwie voreingenommen gewesen war oder so da reingegangen. Und im Endeffekt war es auch so ein bisschen so wie das, was sie dachte, was es sein wird. Also sie meinte, es wird halt so eine Mischung an verschiedenen Ballettaufführungen. Teilweise komplett neue Sachen, teilweise klassisches Ballett, was man halt so kennt mit dem sterbenden Schwan und sowas. Und das war es tatsächlich auch, außer dass dann zwischendrin, so nach jeweils 2 kurzen Aufführungen des Tanzes, die Choreografen und Leiter irgendwie vom Staatsballett Karlsruhe dann unfassbar viel geredet haben zwischendurch. Also es gab vor allem eine Person, einen Mann, der sich, glaube ich, sehr gerne selbst hat reden hören. Und ich weiß, ich rede auch immer super viel. Bin da, glaube ich, genauso. Aber er hat auch sehr schnell geredet und einfach wirklich über Themen, wo ich mir dann dachte, dafür sind wir doch jetzt nicht unbedingt hier. Wir sind doch hier, um das Tanzen zu sehen. Also es war so ein bisschen langatmig, das zwischendurch. Bis ich dann aber hinterher gelesen habe, dass es heißt, das neue Staatsballett Karlsruhe stellt sich vor. Die haben da, also das hatten sie auch erzählt, dann ein ganz komplett neues Ballettensemble mit neuen Tänzern zusammengestellt. Und da haben sie halt auch ein bisschen dazu erzählt. Es gab so kleine Videoclips, die sie gezeigt haben. Und eine Sache fand ich super spannend. Das war dann so ein bisschen hinterm Vorhang, wie das dann nach einer Aufführung ist, wie sie sich dann alle umarmen und happy sind, dass die Szene geklappt hat. Und dann haben sie ein paar Interviews gegeben und die Tänzer und so. Also das fand ich sehr interessant. Aber zwischenzeitlich hatten dann noch irgendwelche Sponsoren geredet. Dann war die Rede von der Schuhspezialistin für die Spitzenschuhe irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie sie sie genannt haben, die wurde dann noch erwähnt. Dann wurden verschiedene internationale Leute erwähnt, die dann auch ihre kleinen Videoclips gesendet haben und Grüße und so. Und das fand ich persönlich, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber gut, vielleicht war halt diese ganze Aufführung eher für Leute, die da öfter hingehen und sich mehrere Sachen anschauen möchten vom Staatsballett. Und ja, ich weiß es nicht. Aber die Tanzaufführungen, die waren richtig, richtig gut. Endlich habe ich gesehen, das, was ich mir so vorgestellt habe, dieses richtige Ballett. Also von Don Quixote, war das das?
Ich kann sein, dass ich es jetzt gerade verwechsel, aber doch, ich glaube, das, was Spanisch ist auf jeden Fall, das wurde vorgetanzt und der sterbende Schwan, das Solo. Und dann eben ja auch zwischenzeitlich ganz neue Sachen, neue Interpretationen. Romeo und Julia auf Musik von Radiohead zum Beispiel, das war richtig, richtig toll. Und ja, während sie getanzt haben, wollte ich nichts aufnehmen. Ich glaube, wäre auch nicht so respektvoll den anderen Zuschauern gewesen, wenn dann plötzlich so ein Display aufleuchtet und so. Und es stand auch mehrmals auf Bildschirmen im Eingangsbereich, dass man eben während des Tanzes nicht aufnehmen soll. Aber man kann sehr, sehr gerne beim Verbeugen, beim Klatschen aufnehmen. Und das habe ich dann eben gemacht. Ich hoffe, dass man das benutzen kann, was ich da aufgenommen habe, weil mein Handy, mein iPhone mag das nicht so gern, wenn es dunkel ist und dann so Spotlights an sind. Da macht das wie so kleine Schlieren über den Bildschirm. Ich weiß auch nicht. Also vielleicht kann ich es irgendwie ein bisschen nacheditieren, aber wenn nicht, müssen wir mit diesem schlechten Footage leben. Ich weiß es nicht. Naja, aber es war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis und ich möchte auf jeden Fall gerne öfter nochmal allgemein jetzt Oper oder Ballett oder sowas mir gerne mal anschauen. Ich bin gerade am Editieren und dachte, ich schmeiß die Info jetzt noch zwischendurch, weil ich habe sehr, sehr viel erzählt, was ich dann irgendwie doch ganz gerne rausschneiden möchte. Irgendwie ist das dann zu viel Blabla und ich habe davor von einem Mann erzählt, der zu viel geredet hat. Deswegen, es war sehr ironisch. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich davon rede, dass ich am Freitagmittag in der Mittagspause gerne anfangen wollte, mein Video zu editieren, das ich abgedreht hatte am Donnerstag, glaube ich. Da hatte ich ja kurz davon erzählt. Und ja, ich kann dieses Video nicht gebrauchen, denn meine Audiospur ist nicht vorhanden, dadurch, dass ich vergessen habe, das Mikrofon einzuschalten. Also ja. Deswegen wird das Video erst nach diesem Vlog online kommen, da es mir halt auch nicht so prickelnd ging gestern. Ja, ich werde das Halloween-Anleitungsvideo dann erst demnächst neu abdrehen. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem tatsächlichen Video. Es ist jetzt Wochenende, das ist gut. Ich hoffe einfach mal, ich werde jetzt nicht krank. Also nicht wirklich richtig krass krank, weil nächste Woche ist eigentlich ein sehr wichtiges Datum auf der Arbeit. Also ich kann es mir eigentlich nicht in Anführungszeichen leisten. Es sind auch andere bei uns im Team in der Abteilung krank, die wir alle vertreten müssen. Und ich habe außerdem auch am Donnerstag Geburtstag. Nächste Woche. Am 17. Ja, also es kann eigentlich nicht sein, dass ich krank werde. Deswegen nutzen wir jetzt einfach noch die paar Tage, um gemütlich zu entspannen. Aber ja, jetzt habe ich super lang gequatscht und habe euch wahrscheinlich auch voll gequatscht. Ich wollte heute eigentlich ursprünglich das Video nochmal abdrehen mit den Halloween-Anleitungen. Aber vielleicht kriege ich es morgen hin. Ich möchte mich da jetzt aber nicht zu sehr unter Druck setzen. Wahrscheinlich seht ihr dieses Video zuerst. Dann ist es so. Und dann kommt als nächstes tatsächlich doch nochmal ein Etsy-Abpack-Video. Ich weiß, dass die jetzt sehr häufig kommen. Und wahrscheinlich auch nicht allen von euch irgendwie interessieren. Aber ja, immerhin kommt dann ein Video, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich muss aktuell tatsächlich einfach schauen, dass ich mir nicht zu viel auferlege, dass ich es ein bisschen langsamer angehen lasse mit, ja, ich merke einfach, ne, wie ich euch am Anfang schon erklärt habe, es ist gerade ein bisschen viel und dass ich jetzt auch die ersten Erkältungsanzeichen habe, das ist auch ein Zeichen dafür. Ja. Aber okay, ich glaube, als Arma sich mal die Kamera zum Video
also Cover, er macht manchmal so Gitarrencover. Als er sich die mal ich kann schon nicht mehr reden, ausgeliehen hat, hat er, glaube ich, irgendwas an den Einstellungen geändert und die Kamera ist jetzt gerade am Überhitzen gewesen und hat sich ausgeschaltet. Das ist sonst noch nie passiert, aber okay. Ich weiß jetzt auch leider nicht mehr, wo ich war. Ja, ich versuche alles mir Mögliche, euch weitere Videos noch demnächst hochzuladen. Wie gesagt, ich selbst habe, glaube ich, die meisten Ansprüche an mich selbst. Aber ja, ich möchte natürlich selbst auch, dass hier auf YouTube coole Sachen passieren und ja, es ist manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man dann nicht so kann, wie man will, weil die Umstände halt jetzt gerade nicht so passen. Aber ja, so ist es eben. Das Leben ist so. Und ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sonst noch sagen wollte, außer dass ich mich jetzt auf die Couch fläze, an meinen Projekten weiterarbeite. Und ihr seht dann auf jeden Fall demnächst Updates im Strick-Podcast. Und ich werde sicherlich auch demnächst wieder Work in Progress Vlogs abdrehen und Projektvlogs, pipapo. Also ich versuche Kraft zu schöpfen, sodass ich euch bald wieder neue coole Videos, ja, online stellen kann, die besser sind als das hier jetzt. Aber gut, vielleicht hat euch dieser Vlog doch wenigstens ein bisschen was geben können. Ihr habt ein paar meiner Projekte gesehen. Ich habe euch ein kleines bisschen was, ein Schwenker aus meinem Leben erzählt. Ich glaube, das war's jetzt. Ich würde sagen, wir beenden dieses Video, dass ich es morgen bearbeiten kann. Und ja, wie gesagt, hoffentlich komme ich morgen zum Videos abdrehen. Aber wenn es gesundheitlich nicht geht, dann hoffentlich die Woche drauf. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.